So zu Gast in Barry und wir haben zwei ganz große Umstellungen hier im Team. Nämlich auf der linken Seite Barrett und im Sturm Garnier. Das sind nämlich zwei ganz neue Jugendspieler, die wir jetzt verpflichtet haben. Sie haben ein gutes Potenzial, wobei Garnier ist hier das große Potenzial. Der hat eine halbe Million Marktwert. Ja, eine halbe Million, ihr hört richtig, eine halbe Million Marktwert. Und das mit 16, oder ist er schon 17 gewesen? Das war jetzt nicht ganz, aber ich bin gespannt, was er drauf hat. Und hier geht schon einmal ganz gut los. Williams mit dem Fehlpass geht schon nicht ganz gut los. Natürlich weiß ich nichts über diesen jungen Mann hier. Und da ist jetzt auch mal der andere hier im Blickfeld. Mit seiner ersten Hereingabe. Natürlich zwei neue, wieder Junge im Team, heißt natürlich neue Konkurrenz. Und er steht 0:1 und da ist er der neue Garnier. Erster Ligatreffer gegen Bernie. Barry, Entschuldigung. 10. Minute. Ja, es ist also, wenn man dann bedenkt, ein Kakelo, den will man eh losbekommen, unter anderem. Ja, den will man ja unbedingt los, der ist eh schon auf der Transferliste, Kakelo. Ansonsten bleibt ja alles wie beim Alten. Sind mal keine Mittelfeldspieler. Barrett gut gemacht. Dann probiert es auch mal. Warum nicht? Natürlich ist Garnier jetzt eher mehr Konkurrenz für McAlinden, sage ich jetzt, denn für Prosenik als für McAlinden, weil McAlinden hat eben die Chance noch auf der Seite zu spielen. Sei es rechts, sei es links. Hat Prosenik quasi auch, ja, aber ganz ehrlich, wir sehen unseren Kader, da wird er dann nicht mehr so oft spielen, da wird er einfach zweiter Stürmer bleiben. Schön. Und mehr wird da nicht passieren. Aber das ist doch alles Zukunftsmusik. Außerdem wird er eh öfter Einsätze bekommen. Der ist noch jung. Der hat, der wird nicht so die Kraft haben. Das hat er schon sehr gut gemacht. Das war halt nicht so gut. Aber egal. Den Ball zurückerobert sehr gut. Soll er selbst probieren dann.
Ja, war auch ein guter Ansatz hier wieder. Schön, Sweeney. Und da geht weiter, Williams. Williams kann damit nichts anfangen. Homeboy, auch nichts. Ja, es geht immer näher einem besonderen Match und das ist das Leicester-Match. Ich glaube, zwei Ligaspiele fehlen uns jetzt noch. Und darum müssen wir jetzt dann schon ab den nächsten schauen, wie machen wir das. Mit dem Schonen. Man, mit den zwei Neuen jetzt da vorne kann man da dort doch schon ganz gut schonen, weil bis jetzt passt alles. Keine Fehler erkannt, bis jetzt keine grobenartigen. Ja, Zabana, den wird am schwersten erwischen, denn der wird dann nicht so oft mehr zum Einsatz kommen. Ja, ich habe eigentlich auch gehofft, dass bei den jungen Spielern vielleicht Verteidigung dabei ist. Ein Rechtsverteidiger ist dabei, den werden wir auf jeden Fall verpflichten. Aber ansonsten ist nicht wirklich was dabei. Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr dann Verteidiger verpflichten. Wenn ich sogar jetzt dann im Winter wieder aufs Leicester-Match, glaube ich, auch sehr viel ankommen, weil wir beim FA Cup dann draußen sind. Dann werde ich jetzt nicht mehr so viel machen. Auch schön. Cut. Fasan wieder. Ganz gut. Matcher. Und Pum. Und 2-0 und es ist wieder Garnier. Der macht das sehr gut hier. Also bin sehr froh hier mit dieser Verpflichtung bislang. Mittelstürmer. Arnaud Garnier. Doppelpack im ersten Spiel. Wie gesagt, das möchte ich jetzt nicht zu hoch loben. Es kann noch kommen, dass er jetzt gar nichts mehr zeigt. Boateng ist ein Beispiel gewesen jetzt, eben weil er verkauft worden ist. Dann denkt man ein bisschen mehr an ihn. Oh, wäre Abseits gewesen, aber auch sehr, sehr schön gemacht. Also. Oh, und da ist es aber jetzt nicht dort, wo man ihn haben will. So, Sweeney. So, Williams. Williams macht genau im Grunde nichts damit.
Schäfer, Ludwig. Williams wieder und dann ist er wieder weg. Williams. Taylor. O'Shea. Schön. Dawson. Major. Okay. Hol zu zwei, paar Minuten noch. Oh, schöne Flanke noch. Aber Pürm alles im Griff. Schön, 2 Minutes. Habt ihr gehört? Und das war's, 0-2. Na gut. Dann war's das mit der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Ciao.